Hallo, mein Name ist Jens Weißflug und wer mich bisher als Skispringer kannte, der erlebt mich heute als leidenschaftlichen Hobbykoch. Unser Gericht, was wir heute kochen werden, ist ein Gulasch, aber Gulasch natürlich nicht einfach so, sondern wir werden den verfeinern mit der Gesundheitsbeere, mit der Aronia. Und dazu haben wir uns einmal die getrockneten Aronia-Beeren und den Saft hergenommen. Und Gulasch an sich ist ja nicht so schwer, aber mit dieser Aronia wird er natürlich noch feiner. Ja, zu jedem Gulasch gehört natürlich auch ein bisschen Vorbereitung. Jedem bekannt natürlich die Zwiebel. Klein gehackt haben wir das hier schon mal. Jetzt machen wir ein paar Zwiebelringe mit dazu. Das ergibt dann im Topf natürlich auch ein schönes Bild, wenn man so die Zwiebelringe zwischen dem Fleisch dann mit durchsieht. Genauso etwas Schärfe ungarischer Paprika ist es ja nicht, aber ein bisschen Schärfe gehört mit dazu. Die Peperoni nicht zu viel. Die würfeln wir auch relativ klein. Also wir haben es hier bei dieser Fleischmenge von etwa 200 Gramm für eine Viertel Peperoni entschieden. Das reicht vollkommen aus. Die haben wir in kleine Streifen geschnitten und vorher natürlich die Kerne entfernt. Aber das weiß natürlich jede Hausfrau besser als ich. Dazu noch etwas Exotisches. Ingwer bringt geschmacklich noch mal ein bisschen was. Dort nehmen wir aber wirklich nur etwa 4 Scheiben rein. Für die Menge des Fleisches, 200 Gramm, reicht es dann völlig aus. Meistens brauchen wir ja Salz und Pfeffer für viele Dinge, die wir braten, backen. Wir kochen eigentlich völlig salz- und pfefferfrei und dazu dient uns insbesondere die Peperoni und die Ingwerscheiben, die geschmacklich Salz und Pfeffer ersetzen. Der Gulasch ist es jetzt hier aus falschem Rinderfilet und zwar ist es aus der Oberschale geschnitten und sitzt quasi hier an Rinders Hüfte. Die Ingwerscheiben haben wir ja jetzt relativ grob geschnitten, aber bei der geringen Menge des Fleisches ist es natürlich besser, die zu würfeln, damit die auch sich natürlich rein technisch besser unter das Fleisch begeben. Da wir ja hier in der Hotelküche sind, geht natürlich Gas nicht ohne Belüftung und deswegen ist es hier jetzt auch etwas lauter, aber ich glaube, auch das bekommen wir hin. Zum Anbraten des Gulaschs nehmen wir Butterschmalz. Da nehmen wir aber jetzt nicht zu viel, sonst haben wir zu viel Schaum im Topf. Das Fleisch wird jetzt in den Topf gegeben, da braten wir es an. Die Ingwer und die Peperoni dazu. Jetzt geben wir die Aronia-Beeren dazu. In dem Fall haben wir keine frischen, sondern getrocknete. Und die Beeren brauchen natürlich auch Fett, damit sie dann aufgehen. Und das nehmen sie jetzt aus dem Fleisch und aus dem Bratenschmalz heraus. Die Zwiebel, die geben wir ganz zum Schluss dazu. Vorher hatten wir ja schon Ingwer und die Peperoni und die Beeren und die Zwiebel geben wir deswegen zum Schluss dazu, weil die sonst das Fleisch sofort oder die Flüssigkeit sofort aus dem Fleisch ziehen würden und die somit bleibt die Flüssigkeit im Fleisch erhalten. Normalerweise löscht man ja Gulasch mit einem Bein ab. Wir sehen, jetzt hat es sich schon ziemlich einreduziert. Hier nehmen wir jetzt 100%igen Aronia-Saft dazu. Das waren etwa 300 Milliliter für die 200 Gramm Fleisch, die wir im Topf haben. Und einmal bekommt dadurch das Fleisch erstens Flüssigkeit nochmal und dann natürlich eine tolle Färbung. Da ja der Gulasch doch eine Zeit lang braucht und wir das mit dem Aronia-Saft, damit auch alle Inhaltsstoffe erhalten bleiben, im Niedrigtemperatur-Garverfahren machen. Also haben wir jetzt die Flamme reduziert und das kann jetzt doch eine Zeit vor sich hinköcheln. So, jetzt hat sich hier alles so weit einreduziert, dass wir
nach einer halben oder dreiviertel Stunde durchaus noch mal was hinzugeben können. Insgesamt über die gesamte Kochzeit haben wir dann noch mal in etwa 200 bis 300 Milliliter Aronia-Saft dazu gegeben. Nach einer reichlichen Stunde, so lange braucht der Aronia-Gulasch, ist es jetzt soweit. Wir probieren mal, was einmal die Soße und die Beeren betrifft. Hat ziemlich viel Säure mitgebracht, der Aronia-Saft und auch die Beere. Und deswegen würde ich es jetzt mal mit etwas Aronia-Blütenhonig abschmecken wollen. Für die Menge von etwa 200 Gramm Fleisch und Saft reicht aber ein reichlicher halber Löffel. Durch den Honig bekommt es auch sofort ein anderes Aroma. Das riecht man gleich aus dem Topf raus. Dann wären wir soweit fertig. Um sich vor Peperoni und allem zu schützen, haben wir natürlich Handschuhe angezogen. Die brauchen wir jetzt beim Auflegen, beim Servieren natürlich nicht mehr. Und wir haben das jetzt hier, den Teller auch schon mal ein bisschen mit vorbereitet. Natürlich einmal mit einem Kräuterspiegel ringsrum. Man kann die ganze Sache natürlich noch verfeinern, wenn zum Beispiel die Enkel zu Oma und Opa zum Essen kommen und die wollen den Gulasch nicht so, wie er ist, dann kann man natürlich mit einem kleinen Schuss Sahne das aus dem wirklich dunkelvioletten dann umfärben in einen fast lila Gulasch und damit wird es vielleicht dann auch wieder für die Kinder interessant. So sieht aus unser Aronia-Gulasch. Und wenn Sie ihn nicht durchs Bild schmecken können, dann kommen Sie uns doch einfach mal besuchen im Jens Weißflug Apartment Hotel. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.